Hückelhofen, Türkei, bittere Trennung bei Loredana Wolny, 19, und ihrem Freund Servet, 24, erneut verhindern die Behörden, dass der junge Türke bei einem Meilenstein seines Sohnes dabei sein kann. In wenigen Tagen startet die neue Staffel von Die Wolnys, eine schrecklich große Familie. Schon vorab gibt es die erste Folge im Stream zu sehen. Dabei stehen unter anderem auch die 19-Jährige und ihr Verlobter im Mittelpunkt. Als die Blondine ihren Liebsten während seiner Mittagspause im Hotel besucht, hört man den Sprecher sagen: Seit 7 Monaten genießen sie das Leben zu dritt, auch wenn ihr Traum vom gemeinsamen Leben in der Türkei und in Deutschland noch nicht in Erfüllung ging. Noch immer pendelt Loredana in regelmäßigen Abständen zwischen dem Zweitwohnsitz der Großfamilie in der Urlaubsregion Ilika, Türkei, und ihrem Heimatkaff Ratheim in Nordrhein-Westfalen hin und her. Ihr Verlobter kennt das legendäre Wolny-Domizil bislang nur von Fotos und Erzählungen. Der Grund? Servet hat bis heute kein Visum für eine Reise nach Deutschland erhalten. Deshalb verpasste der 23-Jährige bereits die Geburt seines Sohnes Aurelio im Dezember 2022. Und noch ein weiterer Meilenstein im Leben des Einjährigen ging ohne seinen Papa über die Bühne: die Taufe. Auch für die Familienfeier im Herbst 2023, bei der gleich 4 Wolny-Sprösslinge Gottes Segen entgegennahmen, erhielt Servet keine Einreisegenehmigung. Jüngste Tochter von Silvia Wolny soll im Sommer ihre Ausbildung starten. Die ständige Trennung ist für alle Beteiligten schwer. Im Einzelinterview erklärt Lore, dass sich ihr Freund in der Türkei besser mache als in ihrer Heimat, weil er hat hier Mama und Papa, er ist hier glücklicher wie in Deutschland. Ihrem Verlobten scheint die Aussage irgendwie unangenehm zu sein. Während die jüngste Tochter von Silvia Wolny, 58, ihre Worte spricht, blickt Servet ziemlich bedröppelt auf den Boden. Auch er scheint unter der Situation zu leiden. Eine Hochzeit würde das Visa-Problem lösen, doch dazu ist das Wolny-Küken nach eigenen Angaben noch nicht bereit. Sie wolle mindestens noch 2-3 Jahre warten, machte sie in der vergangenen Staffel mehr als deutlich. Noch komplizierter wird die Geschichte wohl im kommenden Sommer. Dann soll Loredana eigentlich ihre Ausbildung bei ihrer Frauenärztin beginnen. Diese wurde im Sommer 2022 nur aufgrund der Schwangerschaft vorübergehend auf Eis gelegt. Was sonst noch so bei der berühmten Großfamilie passiert, erfahrt ihr ab dem 6. März mittwochs ab 20.15 Uhr in einer Doppelfolge von Die Wolnys auf RTL ZWEI.